Ja, hi, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. 200 Euro als Amazon-Produkttester verdienen, hört sich doch schon mal cool an, oder? Keine Ahnung, vielleicht am Tag 200 Euro? Wow, oder im Monat oder im Jahr? Wir schauen uns das an und wir stalken jetzt. Wie können wir 200 Euro mit Amazon verdienen als Produkttester? Okay. 4 Daumen runter, 8 Daumen hoch. Woo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Leo und heute zeige ich dir, wie du fürs Amazon Produkte testen Geld verdienen kannst. Und diese Methode ist wirklich sehr, sehr gut, denn ich erkläre sie dir mal kurz. Und zwar bekommst du von Testerjob quasi Amazon Produkte vorgeschlagen, die du dann entweder nur bewerten musst. Das heißt, du musst die Produkte auch nicht kaufen und du bekommst für die Bewertung eben Geld. Oder im anderen Fall musst du das Produkt vorher kaufen, das heißt, du trittst erstmal in Vorleistung und dann wird dir eben der ganze Betrag von Testerjob wieder zurücküberwiesen. Und das Beste ist, wenn du dieses Produkt dann quasi ja erworben hast und das Geld zurückbekommen hast, darfst du das Produkt behalten und dann kannst du es verkaufen, oder nicht? Ah, herrlich. Das Produkt ja quasi immer noch. Testerjob sieht das nicht so gerne, wenn man die Produkte wieder zurückschickt. Allerdings kannst du sie ja auf andere Art und Weise entweder an Freunde und Bekannte verkaufen oder eben auf eBay Kleinanzeigen. So, was sind das für Produkte? Das können die unterschiedlichsten Produkte sein. Also von Matratzen bis irgendwelche Saftpressen, Haushaltsgeräte. Da kann wirklich alles dabei sein. Und deswegen schauen wir uns das jetzt alles mal in Ruhe an. Ja, und falls du mich noch nicht kennst, ich würde mich doch jetzt wirklich sehr, sehr gerne über dein Abo und dein Like auf dieses Video freuen. Ich lade jeden zweiten Tag ein Video zum Thema Geld verdienen im Internet hoch und wäre natürlich sehr erfreut, wenn du jetzt auch Teil meiner Community wirst. So, ich würde sagen, ich logge mich hier mal ganz fix. Oh, er hat das sogar schon gemacht. Okay, kriegen wir Einnahmen? Zeigt er uns seine Einnahmen und was er getestet hat? Finde ich jetzt mal echt cool, oder? Ein, mit meinem Namen, mit meiner E-Mail, und ihr könnt euch kostenlos registrieren bei Testerjob. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns jetzt hier erfolgreich registriert und eingeloggt haben, kannst du bereits dein Dashboard sehen. Du kannst hier ebenfalls sehen, dass du dein Profil vervollständigen kannst, das Einführungsvideo ansehen kannst, aber das erkläre ich dir jetzt alles hier. Und zwar siehst du hier unten mein... Aber hat er jetzt eine Auszahlung gemacht oder hat er noch gar nichts gemacht? Warum? Also ich hoffe, er hat sich was auszahlen lassen oder so und zeigt uns dann, dass er halt 200 Euro auf dem PayPal-Konto bekommt, aber sonst ist es ja fake. Limits. Und zwar gibt es hier 9 Produkttests von Amazon und 10 lokale Tests. Was sind lokale Tests? Lokale Tests sind Tests von beispielsweise Restaurants in deiner Umgebung, die du dann mit einer guten Bewertung eben hier quasi rezensierst und du bekommst dafür meist 1 Euro pro Rezension. So. Okay, da musst du schon mal 200 schreiben. Okay. Nicht gut. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal eine. Und wir schauen uns am besten mal an hier. Also du kannst bereits sehen, Produkttests, gibt es einmal die verifizierten und die unverifizierten. Verifiziert ist, dass du quasi das Produkt, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe, kaufen musst. Du trittst quasi in die Vorkasse und erhältst das Produkt dann in 3 bis 5 Tage, so ist der Durchschnitt, dann schreibst du eine gute Bewertung und bekommst eben den kompletten Kaufpreis inklusive Versandkosten von Testerjob zurück überwiesen und hast dann quasi doppelten Gewinn gemacht, denn du hast das Produkt und du hast quasi den Kaufpreis des Produkts zurückerhalten. Natürlich muss es dann auch ein sinnvolles Produkt sein. Wo hast du einen doppelten Gewinn? Du wolltest das Produkt doch sowieso nicht haben. Wenn das ein Produkt ist, was cool ist, was du sowieso kaufen wolltest, ist okay. Aber doppelter Gewinn, kriegst du da eine Vergütung für, dass du 20 Euro dafür bekommst, noch zusätzlich oder was? Also du bekommst den Produktpreis plus 20 Euro oder was? Weil, hey, es ist sehr oft Müll, ne? Was du einfach nicht gebrauchen kannst. Und das 100. Teil oder so dann irgendwann mal, bringt dir auch nichts. Also ich sehe jetzt nicht, wo man einen doppelten Gewinn machen kann. Und warum hat er da immer noch 0 Euro stehen? Das frage ich mich auch, wenn das doch so einfach ist. Schauen wir mal weiter. Kann ich mal kurz hier drauf gehen? Ja, hier sind quasi heute nur dieses eine Produkt verfügbar. Und du kommst hier pro Bewertung. Alle wurden schon weg. Und dann auch noch ein E-Book. Und dein Honorar sind... 100 Sterne oder was? Und ein Stern ist dann irgendwie ein Achtel Cent oder so. Ach nein, nee, ne? Wie kommt denn auf die 200 Euro?
Kein Wunder, dass da 4 Daumen runter. Warum sind da nur 4 Daumen runter bei dem Video? Wertung ca. 3 bis 8 Euro. Das heißt, ja, wir gehen mal von 5 Euro aus. Also dein Honorar ist 100 Sterne. 100 Sterne sind dann 5 Euro oder was? Wirklich? Nein. Das heißt, du bekommst hier, wenn du das Produkt kaufst, dieses E-Book für 4 Euro, das heißt, du kaufst es vorher und dann ja, nach Erhalt, also nach dem sofortigen Erhalt, es ist ja ein E-Book, dann schreibst du quasi 3. Das sieht so aus, als ob das Buch gratis ist in so einer Kampagne und du brauchst es gar nicht bezahlen, so wie es aussieht. Aber dein Honorar 100 Sterne, was ist 100 Sterne? Das sind doch keine 4 bis oder 3 bis 8 Euro. Ich glaube, der hat sich das nicht angeguckt. Ah. Bis 5 Tage später. Deine Bewertung, die gute Bewertung natürlich, und bekommst dann quasi hier in dem Falle jetzt hier 4 Euro für das E-Book zurück und ja eben 3 bis 8 Euro für deine Rezension. Warum kriegst du 4 Euro für das E-Book? Das steht doch, es ist gratis. Der Normalpreis ist 3,99 und du kannst es gratis holen. Man kann das ja einstellen, dass so E-Books für ein paar Tage immer gratis sind. Also, wenn, dann sollte man sich das doch auch mal angucken. Was soll das? So, das heißt, du hast eigentlich bloß dafür, dass du ein bisschen im Internet unterwegs warst, hier Geld verdient, denn E-Books sind natürlich elektronisch, das heißt, du bekommst ja nichts nach Hause geliefert, das heißt, du musst natürlich auch nichts wieder hier groß verkaufen. So, das wären einmal die verifiziert. Und warum hat er das nicht wenigstens gemacht und zeigt uns, was er dann für das E-Book bekommt? Oder zeigt er das noch? Klickt er jetzt auf das E-Book, holt sich das E-Book und kriegt die Punkte gut geschrieben und vielleicht schon bei PayPal ausbezahlt? Das wäre mal ein tolles Video. Oh. Da kommt immer mehr dazu. Und dann gibt es natürlich noch die Unverifizierten. Das heißt, hier schreibst du bloß Bewertungen. Du musst das Produkt nicht bestellen. Und du kommst auch hier, Honorar 300 Sterne. Was ist denn ein Stern? 300 Sterne ungefähr. Okay. Amazon-Bewertung. Okay. Wenn du echt 3 Euro für eine Bewertung bekommst, klickst du da drauf und machst das einfach, dann wäre es cool. Aber ja. Aber Amazon nimmt auch nicht alle Bewertungen an, ne? Wenn du dann halt an einem Tag 20 Bewertungen schreibst oder so, weiß ich nicht. Werden die sowieso nicht angezeigt, ob du dann Geld bekommst? Du bekommst hier pro Bewertung 1 bis 3 Euro. So, und ich denke, das ist eine ganz gute Methode, um sich hier quasi ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und du kannst ja sehen, hier 2 Euro für eine unverifizierte Bewertung. Also dann weißt du auf jeden Fall vitaminshoppe.com oder so Shop. Wenn du da positive Bewertungen liest oder so, kauf die Produkte nicht, die sind Müll, die haben alle Bewertungen gekauft. Also ob die Müll sind, weiß man nicht. Hier steht zum Beispiel, du kriegst 2 Euro Pluspunkte. Dein Honorar, 2 Euro Pluspunkte. Bei den anderen stand keine Euros dabei. Also labert der Kacke. Da steht, dass man 2 Euro bekommt Pluspunkte. Was sind aber die Punkte? Also bei den E-Books stand zum Beispiel nicht 2 Euro, das Gelbe. Siehst du? Und also wie gesagt, wenn du dann mal bei den Hersteller etwas kaufst, bei Amazon oder sonst wo, kauf es nicht, alles gefakte Bewertungen. Nee, mach das nicht. Voll die Werbung für den Hersteller hier. Nein. Ja, was soll ich dazu sagen? Fremdschämen. Bewertung und diese 400 Sterne hier. Aber da steht jetzt 2 Euro dabei, bei den anderen davor stehen keine 2 Euro. Ich bezweifle das. Ich weiß auch nicht, wie er auf diese 200 Euro kommt. Ja, das sind ja dann 100 dieser Produkte musst du bewerten. Richtig? Mathematik? 100? 2 Euro? 100 Produkte musst du bewerten. Und ich schwöre dir, mit so einem Amazon-Account einfach mal 100 Produkte bewerten, die nicht verifiziert sind. Möchte ich sehen, wie du das machst. Vielleicht in einem Jahr oder so. Aber relativ schnell, jeden Tag 10 Bewertungen, nee. So, und ja, kannst du eben gucken, was... Hier vorne sind 1 Euro, kriegst du da und Sterne. Was ist denn ein Stern? Entschuldigung. Hier steht nämlich 1 Euro. Da vorne stand nämlich nie Euros dabei. Dann bist du schon bei 200 Bewertungen. Ja, wir wissen ja noch nicht, was die Sterne bedeuten. Was dir am besten gefällt. Manchmal gibt es auch nur 1 Euro. Aber ich denke, für diese halbe Minute Arbeit, die man... Und da oben kriegst du überhaupt keine Euros. Du kriegst nur Sterne. Seht ihr das? Da kriegst du überhaupt keine Euros für, so wie es aussieht. Also, so wie ich das jetzt sehe. Schreibt mir gerne. Also, ich finde die Seite jetzt schon mehr als nur bedenklich.
man hier die Bewertung schreiben muss, ist es eine echt coole Sache. Und ja, von daher kann ich das hier bloß empfehlen. Beziehungsweise er hat schon höchstes Honorar angegeben und dann sind die Dinger nur mit Bewertung. Hä? Höchstes Honorar und das sind nur die Sterne. Das steht überhaupt keine Euros. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist doch Dreck. Mach lieber Affiliate-Marketing, mach für ein vernünftiges Business, aber nicht sowas. Alter Schwede. So, dann gibt es natürlich noch die lokalen Tests. Das ist das, was ich dir gerade gesagt habe. Dazu musst du dein Profil erstmal vervollständigen. Das würde ich sagen, das machen wir mal kurz. So, nachdem ich mich hier verifiziert habe, können wir schon bereits sehen, haben wir heute auch einen lokalen Test hier verfügbar. Bei Facebook ein Zweithaarstudio, das ist ein Ein-Mann-Betrieb, sollen wir bewerten für 1 Euro. Das gehen wir mal einfach kurz drauf hier. Dann solltest du dich hier noch das alles durchlesen, denn der Kunde möchte natürlich von dir eine gute Bewertung. Hier in dem Fall sind es 5 Sterne. Ja, hier wird noch ein kleiner Tipp angegeben. Und zwar solltest du natürlich die Internetseite von dem Unternehmen ja auch ein bisschen analysieren, denn du kannst ja natürlich nicht jetzt bei einem Haarstudio schreiben, ja, die Thai-Ente war lecker oder so. Also das geht natürlich nicht. Du solltest natürlich schon auch gute Bewertungen schreiben, die auch zum Unternehmen passen. Und ich würde sagen, den Auftrag, den führe ich jetzt ganz kurz mal aus. Nachdem ich die Aufgabe erledigt habe, wird diese Aufgabe überprüft vom Team und dann bekomme ich auch schon mein Geld auf mein Konto quasi zugestellt. So, und das war jetzt ein lokaler Test. Dann gibt es natürlich noch einfache Aufgaben. Das ist hier eine Bewertung, die ich einfach liken soll. Dann gibt es Vote-Kampagnen, das ist dieses hilfreich. Kriegst du aber auch kein Geld, kriegst du nur Sterne. Da steht nicht, dein Honorar ist 1 Euro. Ja, man weiß ja jetzt nicht, ob man die Sterne umwandeln kann in Euro oder so. Und ob ein Stern 1 Euro ist oder so. Nein, Spaß beiseite. Oder nicht hilfreich. Diese Daumen nach oben, die sind momentan auch nicht verfügbar. Das kommt dann mit der Zeit. Desto mehr Aufgaben ihr macht, desto mehr kommen auch hier rum. Dann gibt es auch Umfragen, die ihr erledigen könnt. Also wie man das halt gewohnt ist, gibt es hier genug, ja, wie soll ich sagen, solche Umfragen. Du musst da was kaufen. Kostenlos bekommen, hä? Umfrage. Okay. Portale auch, die sowas anbieten. Und dann seht ihr hier ebenfalls meine Aufträge. Hier steht jetzt noch keine Aufträge angenommen, aber allerdings habe ich jetzt hier noch einen Auftrag, der nicht bestätigt ist. Von daher, ja, wenn ihr auf meine Gold Stars geht, dann ist das hier quasi so eine Art Währung. Und ja, hier könnt ihr euch auch Gold Stars quasi ja, einlösen. Und ja, könnt euch dann quasi tolle Preise hier kaufen. Beispielsweise ja, dieser Kopfhörer von Bose. Das sieht nicht so aus, das ist eine Verlosung. Du kaufst da nicht, du kaufst dir Lostickets, wie überall anders auch diese Sternebewertung, so wie es aussieht. Du kaufst da keine Preise. Was labert der da? Das sehe ich da auf einen Blick, dass das halt die Verlosung finden jeden letzten Tag des Monats um 20 Uhr statt. Du kaufst dir da Lostickets. Du kannst da keine Preise eintauschen. Du kaufst nur einfach wieder lose, du investierst deine Sterne oder sowas. Das ist eine Verlosung allerdings, die könnt ihr nicht kaufen. Und ja, dann könnt ihr hier quasi schon schauen, wer hier quasi gewonnen hat. Der mal 10, 10, 10, 10, der hat 50 Euro gewonnen, der 100 Euro Amazon-Gutschein und der hier die Bose-Kopfhörer mit der Alexa-Sprachsteuerung, natürlich alles Deutsche hier. Und ja, auch eine echt coole Methode. Aber du musst lose kaufen. Nein. Oder Megaspinner. Ja. Das sind diese Punktebewertungen, wo du kein Geld bekommst für die Bewertung. Das ist doch kein Business. Das ist doch nichts. Nicht, nee, ich finde das nicht cool. Erstmal waren da viele Sachen, wo du überhaupt kein Geld bekommst, wie bei den E-Book-Bewertungen und bei den Fernsehen und so, wo du nur Sterne bekommst. Und dann bekommst du 300 Sterne für eine Bewertung, aber so wie es jetzt aussieht, musst du 500 Sterne haben für ein Los. Also, du musst 2 Bewertungen machen, damit du nur Los bekommst und kein Geld. Oder? Sehe ich das falsch? Was soll das? Was stimmt mit dir nicht? Um hier quasi
nebenbei sich etwas Geld dazu zu verdienen, wenn man ein bisschen Zeit hat mal am Tag. Ja, das war es erstmal so im Grunde von der Webseite. Das heißt, du kannst ja einmal Produkte testen, entweder verifiziert, das heißt, du kaufst die Produkte und der Kaufpreis wird dir dann zurückerstattet und du erhältst quasi den Kaufpreis und das Produkt. Dann gibt es die unverifizierten Käufe, das heißt, du musst das Produkt gar nicht kaufen, sondern bloß eine Bewertung abgeben. Dann gibt es lokale Tests, wie wir gerade gemacht haben. Ich will die 200 Euro sehen, die ihr damit macht. Ich würde echt mal so 3 Monate arbeiten lassen für die 200 Euro. Ich glaube, da kriegt kein Mensch 200 Euro, vielleicht mit die Leute, die Lose kaufen oder so. Aber wie gesagt, du kannst ja nicht so viel, ich weiß nicht genau, wo, je nachdem vielleicht auch, wie viel Sachen du schon bei Amazon gekauft hast mit deinem Konto oder so. Aber du kannst da nicht einfach mal 10 Bewertungen am Tag machen, die alle genehmigt werden, weil die müssen ja auch genehmigt sein, die Bewertung ist wahrscheinlich. Und ja. Eben, dass du ja, lokale Unternehmen quasi eine gute Bewertung da lässt. Und die einfachen Aufgaben, das war jetzt quasi das, wo du hier eine Bewertung quasi liken musstest. Dann gibt es die Vote-Kampagnen, ob eine Bewertung hilfreich ist oder. Ich würde einfach mal sagen, ey, mach ein vernünftiges Business. Abonnier meinen YouTube-Kanal und wir suchen vernünftige Business-Ideen für dich, damit du Geld verdienst, aber nicht so etwas. Mein Name ist Michael Kotzo, ich bin der Rucksackunternehmer, ich bin raus, aber ich habe hier noch 2 Videos für dich vorher. Schau dir diese beiden Videos an. Ciao.